Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf der Hinterkaifeck. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, ihr Schlinglings, ja. Und ja, wie ihr seht, ne, wir haben noch ein bisschen mit dem Kalken zu tun. Da machen wir jetzt natürlich auch weiter, ne, ganz unverblümt. Und schön, dass ihr wieder mit dabei seid, ihr Lieben. Ja. So, hier beim bunten Treiben. Und ja, wir werden mal sehen. Ne. Wir machen das jetzt alles hier schick schön fertig, so nach und nach. Und dann denke ich mal, kommen wir da auch gut zu Rande. Genau, also wir werden jetzt hier erst einmal fertig kalken. Und dann werden wir uns die Sämaschine nehmen. Ne? Wir gehen dann gleich hier mit der Direktsaat drauf. Neue Aufnahmesession, neues Glück. Ja, das bedeutet, ich muss erst mal gucken, ob wir überhaupt eine Direktsaat haben. Ja, ich glaube, oder? War das so? Ich weiß es nicht. Doch, ich denke... Gucken wir nachher ganz einfach. Ne? Es ist ganz einfach immer mal so, ne? Zwischen der Aufnahmesession liegt meistens immer in der Woche. Und ja, deswegen kann sich der alte Mann das nicht so merken. Ne? Mehr oder weniger. Ist halt immer so eine Sache. So, aber trotzdem. Es freut mich immer wieder, dass ihr mit dabei seid, ihr Lieben. Und auch vielen lieben Dank, dass ihr immer so kräftig in die Kommentare auch mitschreibt. Denn... wie letztens zum Beispiel, was mir jetzt gleich mit einfällt, ist die Variante mit dem Hinweis, Grüße gehen raus an diejenigen, mit dem kleineren Hufschlepper, ne, oder so ein Huflader, ne, dass wir da wendiger sind, wo wir oben beim Heuschober, wo wir das Stroh einlagern, ne, Grüße gehen raus, Dankeschön, ist eine sehr gute Idee, kann man anstreben. Das ist gut, ne? Das werden wir auch machen. So nach und nach müssen wir dann halt mal gucken, was wäre jetzt ein guter, kleiner Hoflader, ne? Vor allen Dingen auch wendig. Man könnte sagen, okay, man nimmt vielleicht so einen Schäfer, ne? Bloß da denke ich mir dann auch immer wieder, ist der nicht vielleicht ein bisschen zu leichtfüßig oder so? Ja? Muss man sehen, ne? Wie, was, wo. Aber... ist überhaupt kein Problem. Ne? Also wenn ihr da Ideen habt, wo es vielleicht ja, schöner gehen würde, ne? Oder wo ihr sagt, ey Mensch, du, da hast es leichter, ne? Dann schreibt das gerne in die Kommentare, ihr Lieben. Ja? So, ansonsten, was gibt es Neues im LS? Terralife Plus ist draußen, ihr Lieben. Ja, das bedeutet für uns, wir werden uns das, warte mal, jetzt muss ich überlegen, wann die Folge kommt. Ich glaube, Sonntag kommt die Folge. Genau. Und ja, da werden wir uns das Ganze mal im Stream anschauen. Ich weiß jetzt nicht, wie, was, wo, ob ich dazu dann auch ein kleines ja, ein kleines Aufnahmefenster mache vom Livestream her, wo wir uns Terralife Plus anschauen. Ihr werdet es auf jeden Fall sehen, ja. Und ich bin echt am Überlegen, gehen wir auf die Holzer oder, ich habe es nämlich hier oben gerade mit auf, oder auf die Eifel. Also zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich gerade aufnehme, weiß ich das noch nicht. Ja, tue mich da mit der Entscheidung noch ein bisschen schwer. Es ist, muss man sagen, Terralife Plus ist sehr umfangreich. Ja, also das ist dann nicht einfach mal so 0815, los geht's. Ganz im Gegenteil. Ja, ganz im Gegenteil. Aber da werden wir mal gucken. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr so darüber denkt. Ne? Findet ihr es gut? Was gefällt euch? Was gefällt euch weniger? Ist es euch gar kein Begriff? Terralife Plus? Ne? Oder? Scheut euch nicht. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ne? Und ich bin selber gespannt. Ne? Ich habe immer mal ein bisschen geguckt, bin ich ganz offen und ehrlich, jetzt nicht zu 100% verfolgt. Ne? Also eher so zu 70%. Das Ganze treiben. Ne? Aber ich finde es cool. Auf jeden Fall. Es bringt wohl sehr viel Neues, Intensives an Spielspaß mit sich. Ne? Etliche Neuerungen im Bereich Texturen und. Ja? Auch bei den Tieren und. Bei der Fütterung und was nicht sonst noch alles. Ne? Also ich bin selber gespannt. Ne? Ich bin auch gespannt, was brauchen wir von Maschinen. Ne? Das ist ja dann auch wieder so eine Sache. Werden wir uns alles angucken. Ja? Also wenn er heute zum Sonntag, ne, also ich, ja, die Folge kommt heute zum Sonntag. Also wenn ihr da Bock habt, schaut ihr gerne im Stream vorbei. Ne. Sollte jetzt noch laufen, der Stream. Ja. Gehen wir mal davon aus, es läuft Sonntag, die Folge, dann sollte der Stream jetzt noch laufen. Ne.
Könnt ihr gerne mal vorbeigucken, ihr Lieben. Und genau, ansonsten, ich bin gerade am Überlegen, wir hatten gesagt, wir machen Hafer hier drauf, ne? Hafer wollten wir machen. Gehe ich mal davon aus. Falls ich falsch liege mit meinem Anbaugedanken, dann schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Aber ich bin der Meinung, wir haben gesagt, wir machen Hafer drauf. Ja, da glaube ich, das war so die Sache, was wir hier drauf zimmern wollten. So. Kann mich auch täuschen. Na, das ist die andere Sache. So, kommt sich, geht sich aus? Nee, geht sich nicht aus. Okay. Macht nichts. Kalk kann man nie genug haben. Deswegen werden wir dann logischerweise jetzt gleich nochmal Kalk holen. Düngen können wir uns sparen, weil wir machen ja mit Direktsaat dann drauf. Und bei der Direktsaat haben wir ja dann auch den Dünger mit dabei. Das passt recht gut. Oder ich überlege gerade, ob wir uns den Dünger sparen und sagen, wir kaufen uns den Mist. Ehrlich gesagt, gerade am Überlegen. Ich glaube, der Mist ist dann noch mal günstiger, als wenn wir jetzt mit dem Dünger rumeiern. Das weiß ich jetzt aber noch nicht. Ist gerade so eine Überlegung. Müssen wir mal schauen. Da schauen wir am besten mal nach. Da schauen wir am besten mal nach, wie es da wirklich am günstigsten ist. Ich meine, gut, am Geld soll es jetzt nicht scheitern. Ja, wir haben ein paar Benunzen auf dem Konto. Ja. Aber man soll ja auch ein bisschen sparsam damit umgehen. Ja. Weil wir wollen ja nicht alles mit vollen Händen raushauen. Wir müssen schon ein bisschen sparen. Ja. Sparen ist die Devise. Dacht man ja so schön. Geht sich echt nicht aus. Ach, verdammte Axt. Ade, er. Ade. Wäre so gut gewesen. Wäre so gut gewesen. Aber gut, so ist es manchmal. Hinten haben wir jetzt noch eine kleine Ecke. Wegen so einem kleinen Futzel, ne? Müssen wir da jetzt nochmal fahren, eher. Da glaubst du nicht. Aber so ist es manchmal. Gut, dann fahren wir mal los. Ab zum Haller Ländler. Also zur Beiwahl, je nachdem, wie wir es nennen wollen. Wir werden gleich vorne raus zügeln. Werden uns das Ganze holen. Und dann sollte das passen. Natürlich wieder schön vom Kalken, ne? Schön dreckig die Bude. So soll es sein. So muss es sein. Ja. So und nicht anders. So, pass auf, hier hinten kommen wir. Genau, okay, da sind wir richtig. Lass mal auch richtig fahren. Wäre schon schön, wenn wir uns mal nicht verfahren. Ja. Meine, ist vielleicht immer lustig für euch, aber nervig für mich. Weil es ist immer doof. Das wäre auch so eine coole Sache im LS noch, ne? Wenn du jetzt solche Riesen-Maps hast oder so. Also Vierfachkarten. Und du bist neu drauf und hast so absolut keinen Dunst, wo es hingeht, ja. Wenn du dann so, wie aus dem Real Life, ein Navi hättest. Das Navi sagte dann, die nächste bitte rechts, die nächste bitte links. In 300 Metern haben sie ihr Ziel erreicht. Das täte ich ein bisschen feiern, ja. Vielleicht kann man das ja als Mod machen. Wäre eigentlich ganz cool. Wäre mal so ein Spaßgimmick, würde ich sagen. So, warte, wir mussten dann jetzt hier hinter, glaube ich, ne? So. Genau. Hier in nächsten Ort. Ins nächste Ortsteil fahren, glaube ich, so war das. Und dann war es doch auf der linken Seite, ne, auf der rechten Seite hinten dran, glaube ich. Ne? Wenn ich mich da noch richtig dran erinnere. Ich muss bloß nebenbei mal gucken, Ton passt, ja. Weil letztens in der letzten Aufnahmesession von Hometown Farming, schwierig, schwierig. Was schwierig ist, guckt es euch Mittwoch an. Ich hoffe, ich krieg's ordentlich hin. Eieieiei. So, genau, hier mussten wir rein. So, wir fahren aber nicht jetzt gleich hier vorne rein. Fahren hier hinten rein. So, weil da haben wir fertig Laser. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen Galk. Galk wollen wir. Galk, Galk, Galk. Den haben wir hier hinten. So. Einmal full mache.
Hier können wir nämlich auch Mist holen und deswegen bin ich da ehrlich gesagt am Überlegen, wenn wir uns Mist holen. So, jetzt müssen wir einfach mal gucken, was uns der Mist kostet. Sollte doch normalerweise einzusehen sein, oder? Glück haben. Mist. Hier. 32. Ah, komm. Oder? Holen wir Mist. Dann hauen und klatschen da Mist drauf. Weiß Dünger. Ja, oder? Klar, machen wir. Komm. Machen wir. Wir haben Miststreuer da. Am Hof. Da können wir den nur nutzen. So, das war kurz speichern. So, jetzt müssen wir hier mal kurz drüber räubern. Blums, Blums, Blums. Hier haben wir nämlich Verkaufsstation hier. So. Ich bin im Gedanken immer noch ein bisschen am Schwelgen zu gestern Abend. Also wenn ihr die Folge jetzt seht, ne, weil eben alle zwei Wochen jetzt samstags hat ja der Homer, der Liebe, ja, der hat ja eine Racing League im Assetto Corsa Competizione, ja, und da fahre ich derzeit mit, ja, und ich glaube, ich werde dann auch definitiv in der nächsten Liga wieder mit dabei sein. Und ja, wir hatten ein Rennen in Valencia am Samstag. Das war schon, also holla die Waldfee. Ich muss sagen, das war das zweite Rennen, wo ich jetzt mitgefahren bin. Das erste, wo ich so, wenn man das so sagen will, wo ich so mein Debüt gegeben habe, ja, das war im Olden Park. Ja, da lief es eher so, naja, wie soll man sagen, so, naja, so semi-optimal, ne? Eher suboptimal könnte man es bezeichnen. Und da sind wir Vorletzter geworden. Diesmal lief es etwas besser in Valencia. Die Strecke lag mir auch ein bisschen besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Allerdings war es da auch so, gewonnen haben wir nicht, ne? Das steht außer Frage. Das ist auch gar nicht so, ne, hey, warte, hier muss man nicht rein. Das ist jetzt auch gar nicht erstmal so die Intention. Natürlich gewinnen wäre schön, ja, das auf alle Fälle. Aber erstmal ist so die Devise reinkommen, sich verbessern, sich weiterentwickeln und, ja. Und ja, lange Rede ohne Sinn. Wir haben den vorvorletzten Platz gemacht. Finde ich okay, ja. Es waren in der Summe 14 Fahrer diesmal. Es werden ja dann auch stetig mehr. Und ja, also für meine Verhältnisse finde ich das gut. Ne? Wir müssen jetzt mal sehen, falls ihr da Bock drauf habt, auch mal reinzugucken. Das ist quasi immer alle zwei Wochen samstags im Stream. Und das nächste Rennen findet in Indianapolis statt. Und da bin ich ja auch gespannt. Ne? Da bin ich auf die Strecke gespannt. Muss mir dann natürlich auch erstmal wieder ein Setup basteln. Ne? Was gut funktioniert. Ich habe jetzt gestern auch schon ein paar Tricks und Kniffe rausgefunden. Gerade im Sinne vom Bremsverhalten und. Ja, habe so ein bisschen die Bremsverteilung auf meine Bedürfnisse, sag ich mal, angepasst. Ne? Das passt. Also gestern hatte ich da auch ein richtig cooles Gefühl. Ja. Also wenn ihr da Bock habt, ne, da schaut da gerne mal rein. Und jetzt kam gerade... Mit der Nachname. Weltfreunde, vielen Dank für dein Resub. Das ist nämlich immer, wenn es hinten anfängt zu blinken. Ja, das ist mit Twitch gekoppelt. Ne, da geht es dann hier blinke, blinke mein Start. Ah, ich werde verrückt. Junge. Sehr, sehr cool. Holla die Waldfee. So. Gut, haben wir das hier noch fertig gekalkt. Das ist ganz gut. Das passt. Ich glaube, wir hatten ja vorne. Habe ich der Nase. Hier vorne noch eine Ecke. Jawohl. Nehmen wir natürlich auch mal noch mit. Ja. Ich finde das immer wieder cool, wenn die Bude dann auch so aussieht. Ne, so voller Kalk und all. Das ist einfach toll. Einfach toll. So. Perfekt. So, da haben wir das gekalkt. Da können wir den erstmal wegstellen jetzt. Und ja, meine Lieben, da sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angelangt. Deftig, tralala.
Und wenn es euch gefallen hat, lasst da sehr gerne das Däumchen da. Wie gesagt, wenn ihr Ideen habt, Tricks und Kniffe, ja, wo ihr sagt, ey Mensch du, das macht es dir leichter, scheut euch nicht, schreibt es gerne in die Kommentare, freue ich mich sehr drüber. Ja. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr Lust habt. Bis dahin, bis und ciao.